Pre-Game heute Doppelinterview. Arkadiusz Strumbo und Philipp Feiß, beide hochmotiviert hier am Mikrofon mit uns. Jungs, es geht jetzt gleich zum Two-Touch. Ist das so ein bisschen euer Warm-Up-Ritual durch die Saison weg? Ja, ich glaube, viele haben das sich schon über Jahre angeeignet, dass man immer Two-Touch vom Spiel spielt. Da kommt man auch ein bisschen in Bewegung, auch die Hüfte ein bisschen geschmeidig, dass sie wird. Also es ist eigentlich schon immer so, ja. Ja, Feisty, zwei Spiele hintereinander, zweimal der gleiche Gegner. Die Trainer spielen gern gegen Mannschaften aus der Schweiz. Warum ist es als Spieler auch nicht schlecht, gegen dieses Tempo-Eishockey auf dem Eis zu stehen in der Vorbereitung? Ja, ist auch immer gut zu sehen, wie die anderen Teams in den anderen Ländern unterwegs sind. Kann man sich direkt messen, weiß man, wie man steht. Und die Schweizer sind ja auch, haben eine gute Liga, also wird es auch ziemlich interessant. Wie sieht es von der körperlichen Seite aus, zwei Spiele hier hintereinander? Ich meine, Steve sagt es auch, es geht um wichtige Plätze im Line-Up. Vollgas zweimal? Ja, natürlich. Ich glaube, jeder versucht immer, jedes Spiel 100% zu geben. Nicht irgendwie absichtlich jetzt ein bisschen weniger zu geben, dass man morgen mehr Kraft hat. Ich glaube, ja, das einzige Ziel, was wir immer haben, uns ist zu verbessern und zu ergänzen und einfach immer zu gewinnen. Feisty, jetzt geht's zum Two-Touch. Ich will euch nicht länger aufhalten. Viel Spaß dabei. Super, danke. Ciao. Gerne, ciao. Pfarrer, ein Jahr später, ich erinnere mich, von einem Jahr standen wir schon mal, hab gedacht, wollte ich hier üben, gesehen, hab dich warm machen. Gutes Omen machen wir nochmal hier im Kloten. Zwei Spiele gegen die jetzt hintereinander, Samstag, Sonntag. Was wollen die Trainer von euch sehen? Was wollt ihr selbst von euch sehen? Die Trainer wollen von uns einfach nur sehen, dass wir die Dinge, die wir angesprochen haben, vom System, vom Spielerischen, was wir sehr schlecht gemacht haben, in den letzten Spielen, was wir gut gemacht haben, dass wir das weiter umsetzen und zeigen den Trainern, dass wir es verstehen, was sie von uns verlangen. Und individuell, dass die Spieler auch, wie gesagt, haben jetzt ein bisschen mehr Konkurrenzkampf. Jeder hat die Chance, sich zu beweisen, jeder hat die Chance, sich durchzusetzen, zu zeigen, was er drauf hat, damit man dann halt dem Trainer halt gezeigt hat, wie und was man ist und zu was er sich drauf lässt.